Hey ho, meine Lieben, heute gibt's mal wieder ein spezielles Video und zwar ein einseitiges Blind Date. Und was machen wir? Wir machen, weiß ich noch nicht einmal, der Besuch hat was mitgebracht. Tja, einseitiges Blind Date, warum? Stefanie hat mich angeschrieben. Und zwar so nett angeschrieben, dass ich einfach nicht Nein sagen konnte. Entgegen meinen Vorsätzen, dass wir erst die Leute kennenlernen. Naja, gut, und jetzt ist er da. Der Sebastian. Okay. Und bevor ich es vergesse. Oh. Bitteschön. Danke. So, und jetzt erzähl uns mal, was du heute vorhast. Was ich heute vorhab. Ich habe lange überlegt, was ich mache. Und zwar habe ich fast alle Videos durchgeguckt und habe gemerkt, dass du noch keine, wie heißen sie, Rouladen gemacht hast. Und zwar vom Balkan welche. Die sind aus Schweinefleisch, okay, mit Bacon umwickelt, oh, mit Käse und weißt ja, überall wo Bacon drin ist, das kann besser werden. Das hört sich mal richtig geil an. Dann habe ich gedacht, dann machen wir noch ein bisschen was anderes dazu, und zwar eine Chimichurri. Ist okay, jetzt zwar nicht so balkanmäßig oder aus Serbien, aber das passt, denke ich, sehr gut dazu. Mhm. Und dazu ein Grillbrot. Das hört sich mal richtig geil an. Ja. Na, da freue ich mich jetzt schon drauf. Er hat mir auch was mitgebracht, so eine schöne, leckere Salami und ein paar Dosen. Aluwurst. Keine Salami. Aluwurst. Für mich ist das eine Salami, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber ich werde sie mir dann auch schmecken lassen. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Szene dann legen wir los. Jetzt tun wir noch ein bisschen ratschen, noch ein bisschen Kirschgeistflaschen austauschen. Die erste ist schon leer. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann ballweise halt Kräuter. Leute, ich breche zusammen. Hier im Hintergrund diskutiert gerade Schatzi und Sebastian über Mehl und Hefe und Grillbrot machen. Also Fakt ist, es gibt jetzt als allererstes ja Grillbrot. Und wir legen hier jetzt in der Küche los. Mit den, wie hast du gesagt, heißen sie? Mit den Rouladen. Ja. Die serbischen Rouladen. Serbische Rouladen. Mhm. Also das habe ich jetzt dann auch spätestens im Titel ergänzt. Mhm. Gut. Eine riesen Kiste hat er hier mitgeschleppt. Und da sind viele leckere Sachen drin. Mhm. Oh ja. Gut, den kann ich ja dann auch machen. Was machst du da? Nix. Nix? Nix. Nix sieht aber ziemlich weiß aus. Ja, also irgendwas. Irgendein Brot. Ein Grillbrot soll das machen. Ein Grillbrot? Ein Grillbrot. Also gerade war noch die Diskussion, ob der Bacon noch angeröstet wird oder nicht. Schatzi und Sebastian haben da schön drüber diskutiert. Wie hast du dich entschieden? Wird nicht angerüstet. Was? Nicht? Wird nicht ausgelassen, nein. Er hat sich mir widersprochen. Bleibt. Du hast Schatzi widersprochen? Ja. Oh, weia. Das gibt Ärger. Ja. In der Community. Oh, nein, gibt's nicht. Nein, wir haben uns dazu durchgerungen. Okay. Wir haben uns dazu durchgerungen. Also, Bacon würfeln und kommt dann mit in den Teig vom Brot rein. Habt ihr euch jetzt über den Teig geeinigt? Ja. Ja, wir haben uns halb durchgeschlagen. So. Schon durchkneten und dann. Mhm. Kneten wir jetzt. Aber das muss ich noch ein bisschen Salz nicht tun. Ja. Also die serbischen Rouladen werden hier aus einer Schweinelachse rausgeschnitten. Mhm. Geilomat. Memo an mich selber, das nächste Mal, wenn ich wieder in die Metro komme, den Frühstücksbacon mitnehmen, weil der ist wirklich lecker. So.
Also zuerst muss man natürlich das Stück noch und die zurechtparieren und die Fettauflage, Hautauflage, wie auch immer, runterschneiden, parieren und danach wird ja, in die Stücke geschnitten, die wir brauchen. Also wir schneiden jetzt ein bisschen dickere Steaks runter und dann klopfen wir die ein bisschen breiter, sodass die ungefähr so 10 cm bis 12 cm, vielleicht ein bisschen länger lang sind. Gut. Und dann sind die ready to fill. Legen wir los. Erster Klopfversuch in der Folge. Du hast das Schwein getötet. Ja. So. Ja, ungefähr so. Gefällt dir das so? Ja, zum Füllen und dann kann man so schön. Okay, wunderbar. So, Freunde, dann kommen wir jetzt endlich zu der kleinen, aber feinen Übersicht. Die Teile sind fertig geklöppelt. Da haben wir dann noch den Bacon, ein paar Schaschlikspieße, Salz, Pfeffer, Paprika, SPP, Zwiebeln an Senf. Ja, ich nehme heute wieder den guten Tommy. Dann Cornichons, Mini-Gurken sind das. Ja, und ein Le Gruyère aus Switzerland. Mhm. Jo, dann mach mal. Fang an. Tja, und ja, Leute, ich weiß, ich tue heute wieder so gut wie gar nichts. Und ich versuche mich auch zusammenzureißen, dass ich hier nicht rumdirigiere oder sonst irgendwas. Aber da werden wir ganz am Schluss unseren Bezug noch fragen, wie er das heute empfunden hat. Und wie du sagst, was falsch ist. Ach, nee, alles gut. Aber hallo, hackt ihr fein nicht die Finger ab. Tja Leute, wenn man solche Maschinen zu Besuch hat, muss man wirklich nichts mehr selber tun. Der ist fast so schön wie Schatzi. Fängt einfach an, bevor ich die Kamera bereit habe. Ja, wir machen ja hier noch ein paar mehr, von daher. So. Paprika. Spritzer Senf. Lass doch auf, das blaue Stück hier wieder. Eben. Ja, ja, stimmt. Entschuldigung. So. Machen wir jetzt mal mit der Hand schnell. Sonst würde ich ein Messer nehmen jetzt gleich. Und dann nehmen wir ein paar Zwiebelchen. Also wir zeigen jetzt eins und nicht alle. Genau. Dann einmal den Käse rein. Was ist mit den Gurken? Die brauchen wir da jetzt nicht dazu, oder? Genau. Man merkt, du bist bei mir. Ja, man merkt, ich bin durcheinander. Nee, weil ich vergesse auch immer alles. Ja. So. Ach, den legen wir noch damit rein. So. Den Bacon brauchen wir jetzt? Den brauchen wir doch, der kommt jetzt außen rum. Oh, okay. Den legen wir jetzt so und dann... Ja, und nach zwei Scheiben Bacon sieht das Ganze dann so aus. Genau. Da eine Schaschlikspieß. Nehmen wir aber zwei Stück bei der Größe und dann kommt da eine so. Ach so, machst du ja. Okay. Und dann. Ah, und dann kommt... Hier so. Eine nach dem anderen. Genau, drauf. Einen nach dem anderen. Dann machen wir drei Stück nebeneinander. Das ist okay. So eine halbe bis eine Portion. Sehr geil, sehr geil. Gut, und dann kann man die auch schön auf dem Grill wenden. Ja, dann hole ich jetzt noch eine Konixform, wo wir die dann fertigen reinlegen können. Ja, und Attacke. Gib ihm. Ja, also es sind jetzt vier Stück pro Spieße geworden.
Und der Sebastian ist echt eine Maschine. Das geht rasend fix bei dem. Schön. Ach ja, und die machen wir auf der Feuerplatte, weil er auch noch nie mit einer Feuerplatte gearbeitet haben. Da machen wir da auch noch eine kleine Einführung. Cool. Juhu! Die sind fertig. Also, die hat er doch sehr schön gemacht. Die stelle ich aber jetzt derweil noch in die Kühlung. Die Feuerplatte habe ich auch schon angefeuert. Und jetzt geht es da drüben weiter. Und hier wird jetzt noch ein Chimichurri gemacht. Ja, da gucken wir natürlich auch dann noch zu. Was machst du da? Tust du einen Senf wieder nachsenfen? Und hier jetzt alles rein? Zwiebeln, Petersilie, Knoblauch, ein bisschen Zitronensaft, Öl, ein bisschen Chili. Und jede Menge Glocken Petersilie. Und jede Menge Petersilie, genau. Gut. Haben wir ja keinen Kopf. Die hätte es gar nicht mitbringen brauchen, da hätten wir genügend im Garten gehabt. Ja. Wenn der Jackie sagt, bring mit, bring ich mit. Jetzt wird die Zitrone hineingepresst. Was ist da an Gewürzen jetzt drin? Chili-Pulver und Oregano und dann kommt noch ein bisschen Salz zum Abschmecken. Ja. Okay. Reicht? Nee, das soll ja so eine Soße werden dann. Ich brauche Öl. Mmh, ich brauche ja. Öl. Brauchst du Öl? Viel Öl braucht man, hat er gesagt. Ja. So, probieren wir erstmal. Das Ganze wird jetzt im Thermi einmal schnell durchgemixt. Nicht ganz pürieren. Nicht ganz. Nicht ganz, genau. War das gefährlich. Ja, so in Pasten, hau mich tot. Genau. Hier die Diskussionen, wie die Viskosität sein soll. Gut. Habt ihr es jetzt geschafft? Ja. Erinnert mich irgendwie an Kotze, ich weiß, das ist. Nein, nicht an Kotze, an Spinat. Spinat, genau. Ja. Warum essen wir nicht gleich Spinat dazu? Hau ab, ihr Spinat. Geh mal aus den Augen. Genau. So Leute, der Kampf mit dem Chimichurri ist beendet. Haben es abgefüllt. Und nachher geht es jetzt dann mit den Brötchen weiter. Also das wird nicht ein Brot. Ich habe das am Anfang auch irgendwie missverstanden. Sondern es werden mehrere Fladen. Wie dick weiß ich noch nicht. Das gucken wir uns nachher an. Und die kommen dann einfach mit auf den Grill drauf. Also, ich habe jetzt schon die Feuerplatte angeheizt. Und jetzt gehe ich hinaus und feuer die Kohlen für den Grill auch noch mit an. Ja, und dann würde ich sagen, danach sehen wir uns dann draußen weiter. Sehen wir uns draußen wieder. Sebastian, noch irgendwas an Vorbereitung oder haben wir alles? Ein bisschen Öl mit raus, Salz, Pfeffer, das war's. Das haben wir sowieso. Genau. Okay, auf geht's. Attacke. So. Was bringst du da Feines? Ein feines Stöffchen. Der alte Oberhesse. Naturtrüber Apfelwein. Da bin ich ja gespannt, wie von das schmeckt. Von der Kälterei Müller. Zuwohl. Keine Ahnung, ob es mir schmeckt. Wenn nicht, muss Schatzi trinken. Kann man da mit Mineralwasser spritzen oder auch süß spritzen mit Sprite oder Fanta. Mit Zitronenlimo. Also es schmeckt schon leicht nach Wein. Ja. Aber man kann es trinken. Mhm. Leicht süffig. Man könnte sich dran gewöhnen. Ja, wie gut, dass ich eine Kiste mitgebracht habe. Da haben wir jetzt die Brötchen. Die hier werden auf alle Fälle auf der Feuerplatte anbrutzeln und danach in indirekten Bereich legen. Und die probieren wir jetzt auch mal eins auf der Feuerplatte aus. Und ja, dann schauen wir weiter. So Freunde, dann fangen wir mal hier an mit diesen Brötchen. Ein bisschen einölen, hat er gesagt, der Sebastian. Ja. Dann nehmen wir die Feuerplatte ein. Also wie gesagt, das müssen wir jetzt erstmal ausprobieren hier. Wir fangen auch gleich mal mit dem Einzelstück an. Obwohl. Doch, das brodelt. So, liegt drauf.
Also überheizt habe ich die Platte dieses Mal mit Sicherheit wieder nicht. Das haben wir ja jetzt gelernt. Irgendwo werden wir schon noch einen Platz finden, oder? Ja, zieh das ein bisschen rüber. Genau. So, und dann bin ich jetzt gespannt. Immer wieder mal der Scheitel von oben nachlegen und runterbrennen lassen und gut ist. Dann hätte ich gesagt, legen wir mal die anderen Brote zum Vergleich auf den Grill. Also ich springe halt hier jetzt ab und zu durchs Bild. Drehen wir mal die Kamera ein bisschen rüber. Natürlich auch eingeölt. Und passt alles? Ja, sehr schön. Du drehst einfach die Brote um, ohne dass ich filmen durfte. Sie sind noch nicht gedreht. Hat sie wieder zurückgedreht? Ja. Okay, jetzt darfst du umdrehen. Ja, wir machen noch mal ein bisschen Öl drauf. Hatte ich zwar schon, aber war egal. Schon, war schon wieder weg. War schon wieder weg. War schon wieder weg. Ja. Also auf der Feuerplatte gefallen mir sie ja schon fast besser. Schauen wir mal nachher. Wir schauen mal, wie es wird. Jo. Jo, drehen und wenden, ganz klar. Wir wechseln uns hier ab. Irgendwie läuft es ganz automatisch. Richtig geil heute. Schatzi, was randalierst du da? Ihr habt das Brot umdreht. Schau mal, das hat schon... Das war zu nah an der Flamme. Oh, das ist schon braun. Und zieh es lieber weiter, ein bisschen weiter zurück von der Glut weg, weil sonst ist alles ganz, ganz, ganz braun. Dankeschön. So Leute, gut sehen sie ja aus, die Brötchen. Aber ich denke, ich werde die noch mal mit auf den Grill drauf schmeißen. Und die hier auf die Feuerplatte. Dann machen wir hier einfach jetzt mal einen Austausch. So. Aber die sind dann auch untergekühlt. Ja, alles so stinkt. Das macht er. Heiß. Mein Handy sind fett. Aber gut. Hast du von dem Brot schon probiert, weil du das in der Hand hältst? Nein, Schatz, ich hab das Brot noch nicht probiert. Du hast sie gebacken. Willst du auch ein Stück probieren? Ja. Und die Teile werden jetzt so langsam auch fertig. Achso. Nee, brauchen wir mal einen. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon. Nö, hat der Sebastian weggeschmissen. Ich hab's noch in der Hand. Bitteschön. Ja, dann brecht er was weg.
Nicht mal schnell. Wie geht's? Ich hab doch gerade mit dem Duma. Yummy! Ja, dann probieren wir doch schon mal das erste Stück. Lecker, aber ein klein bisschen darf's noch. Aber gut. Ja, Leute, also ich würde mal sagen, die sehen soweit sehr gut aus jetzt. Die zwei Brote sind ja fertig. Das dritte hat nicht überlebt. Und was sprechen wir hier im Grill? Die werden jetzt so langsam auch. Ja, dann würde ich mal sagen, heiß, heiß, heiß. Und in ein paar Minütchen können wir dann essen. Sonst habe ich mir fast noch die Finger verbrannt. Ja, und wo essen wir? In der Grillkota. Jo, 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 dann würde ich mal sagen, wir holen alles vom Grill runter und von der Feuerplatte. Und wenn man schnell genug ist, kann man das zur Not auch mit der Hand machen. Heiß! Verdammt! Wobei das aber wirklich verdammt heiß wird. Gut, die hier gehen jetzt. Oh, da kommt einer und hält die Platte. Halt sie gut fest. Die wird gleich schwer. Ja. Ja. Tja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir in die Grillkota und tun feuern, essen. Jo, dann haben wir es jetzt wohl geschafft. Wir können essen. Ich habe mir schon die halbe da klein geschnippelt, einfach damit ich schneller probieren kann. Was ist mit dir? Ich habe vor mir, ich warte auf dich. Ess doch. Oder wartest du, ob ich es überlebe? Ja. Sehr, sehr lecker. Sehr geil. Aber das Video ist noch nicht zu Ende. Die Grillgranaten vom Taki. Du wolltest sie probieren? Ich wollte probieren. Bitte schön, einmal dort probieren. Ich probiere sie natürlich auch noch dann. Beginnt ja auch. Brauchen wir denn noch eine Anleitung? Taki, wir brauchen eine Anleitung. Wenn die Kota explodiert, bist du schuld. Ja, das ich weiß rauszukommen. Ich sehe es. Einfach mit Drehen probieren. Oh, mit Drehen probieren. Zwei Tropfen. Drei. Man weiß ja nicht, was kommt. Ist jetzt die keine Ahnung. Hoa Yapaya Jalapeno. Ich hab's doch noch richtig ausgesprochen. Ja, geht. Arf. Witzig. Witzig. Ich probiere jetzt einfach auch mal ein Tröpfchen da drauf. Schon mal noch. Wirklich bloß ein klitzekleines. Okay. Ups. Oh, oh. Wer mag das? Scharf. Ja. Nee. Verdammt.
Oh. Grunt Green. Oh. Oh, dünnflüssig. Dann hätten wir vorher mal schütteln. Oh. Oh. Leute, sie ist gut. Weiter probiere ich nicht mehr. Was hast du denn für eine Karte? Eine Schafe. Die Hoa Jalapeno. Jalapeno. Maple Mayhem. Ich gehe mal Kaffee trinken. Da ist Milch drin. Du probier weiter und schön ja. Fazit dazu geben. Boah, ich brenne. Ich halte es aus. Ich weiß, ich bin ein Weichei. So, als erstes hatte ich die Hoa Jalapeno, die war würzig. Danach hatte ich die Grand Green, noch harmloser. Und jetzt probieren wir mal die Maple Mayhem. Wobei ich denke, bei der könnte schon was passieren, weil die relativ dunkel aussieht und ja, könnte heftig werden. Hölle. Eher süßlich. Erstmal hier vorbeikriegen. Also eigentlich harmlos, alle drei. Oh. Ja, jeder empfindet es anders. Aber einer von euch kann das selber probieren. Aber klasse Soßen-Taki, super. Der Taki hatte mir ja die Soßen zugeschickt. Schon eine ganze Weile her. Und was haben wir hier jetzt drin? Einmal die Death Red. Du kannst natürlich dann auch mitmachen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Dann die Hoa Jalapeno, wo mir mein Gosch gerade brennt davon. Und die Maple Mayhem. Die will ich jetzt selber noch probieren. Ja, die liegt hier. Ich hätte gerne die rote noch. Ne? Nein. Die hatte ich noch nicht, nein. Nein, die ist original verschlossen. Okay. Weil hier haben wir ja überall die Banderole dran. Mhm. Und das hier. Nö. Die sind alle zu, die werden verlost. Okay. Die können wir nicht anreißen. Das funktioniert ja, nicht. Ja, die sind überall die gleichen drin. Nein. Okay. So. Weil die soll nicht ganz so scharf sein, hat er gesagt. Die ist süßlich, ja. Mit Sirup. Die hätte schon ein bisschen schütteln sollen. Hab ich schon. Okay. So. Hey, die ist geil. Also die ist wirklich nicht scharf. Die ist richtig geil. Also die ist definitiv mein Favorit davon. Ah doch, ein bisschen Schärfe kommt, aber nicht viel. Okay. Passt. Ja. Und die ist zu gewinnen, exakt diese hier, so wie sie ist. Also er darf nicht probieren, er darf es nicht aufreißen. Schade. Tja, tut mir leid. Aber ich kann hier keine angerissene Granate verschicken. Das funktioniert nicht. Ja, was müsst ihr tun, um die Kiste in einen guten Wert? Also ganz günstig sind die Soßen nicht, aber ich glaube, die sind es wert. Ja. Was müsst ihr tun, um die zu gewinnen? Ihr müsst ja erst einmal bis hierher geschaut haben.
das Video, weil sonst wisst ihr das gar nicht. Und unter das Video kommentieren. Das überlege ich mir noch. Und sobald ich das weiß, sage ich euch das. Aber irgendwas mit Hashtag, weil ich esse jetzt erst, bevor es kalt wird. So, Freunde. Also das Fazit zu dem Essen, es war verdammt lecker. Mehr brauche ich dazu gar nicht mehr sagen. Hast du wirklich gut gemacht. Ein Geilomat. Danke, hat auch einen Riesenspaß gemacht. Das freut mich. Wirst du wiederkommen? Auf jeden Fall. Na also. Ja, und dann kommen wir hier jetzt noch zu der Verlosungsgeschichte von dieser Box mit den Grillgranaten oder wie auch immer er das genannt hat, wo auch die extrem hammerscharfe drin ist. Also wer mitmacht, der sollte scharf vertragen, weil ansonsten ist es eigentlich schon fast sinnlos. Die haben es in sich. Gut, was müsst ihr dazu machen? Ganz einfach ein Hashtag und dahinter schreiben, warum gerade ihr diese Soße braucht. Wer Kommentare kopiert, hallo Patricia, wer Kommentare kopiert, hasta la vista, tschüss, Pech gehabt, wirklich selber Hashtag und dann schreiben, warum ihr die Soße wollt. Denkt euch selber was aus, kopiert es nicht einfach und fertig. Gut, Leute, ich gebe mal Patricia die Brötchen rüber. Was ist das? Grillbrot. Grillbrot. Mittlerweile kaltes Grillbrot. Ja, und in diesem Sinne, es hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob ich vielleicht heute noch was mache. Morgen mache ich auf alle Fälle noch was, aber ich weiß nicht, ob das auf diesen Kanal hier kommt. Gut, in dem Sinne, Sebastian, danke, dass ihr da wart. Danke, hat einen Riesenspaß gemacht. Dass du den Kontakt hergestellt hast, vielen Dank. Wunderbar, also mich hat es gefreut und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski. Ciao, macht's gut.